Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valle on Tour, Abenteuer Balkan. Das geht hunderte von Meter jetzt in den Berg rein. Ey, ich glaube, da war gerade, mach mal dein Licht wieder an. Ich glaube, da war gerade was. Das war's. Uschi ist leer. Uschi ist leer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Valle on Tour aus der sengenden Sonne in Kroatien. Ich befinde mich gerade in Željava. Das ist ein alter, stillgelegter Militärstützpunkt. Ein sogenannter Lost Place, ein verlassener Ort. Und in dieser Episode seht ihr ganz genau, warum dieser Ort wirklich verlassen und auch irgendwie magisch ist. Selbst wenn die Geschichte nicht immer ruhmreich war. Aber meine Reise fing nicht in Kroatien an. Die letzte Ausgabe hörte in Slowenien auf. Und da setzen wir jetzt wieder fort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Straßen hier in Slowenien sind einfach ein Traum und die Natur drumherum ganz genauso. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Valle on Tour. Ja, ich habe es ja schon gesagt und ihr habt es auch vielleicht mitbekommen, ich bin in Slowenien und heute ist der Tag gekommen, an dem ich dann auch endlich mal ein bisschen Schotter unter die Reifen nehmen werde. Als ich gestern für das eine Foto, die Stammzuschauer erinnern sich vielleicht, die ersten paar Meter Schotter gefahren bin, da kribbelte es schon wieder in den Fingern. Und deswegen werde ich heute hier in Slowenien auch einen kleinen Offroad-Anteil mit einbauen, was ich natürlich in Zukunft viel häufiger machen möchte. Deswegen habe ich auch diese Reifen montiert. In Kroatien, aber vor allen Dingen in Albanien, da werdet ihr sehr viele schöne Offroad-Strecken sehen. Aber Leute, ihr gebt mir bestimmt recht, wenn man so eine kurvenreiche kleine Straße ohne irgendeinen Verkehr am Morgen fährt, dann ist das auch mega gut. Egal also, ob Offroad, Onroad-Fans, hier kommt in Slowenien jeder auf seine Kosten. Es ist so wunderschön. Oh, deswegen mache ich das. Deswegen. Wegen nichts anderem. Wegen diesem Gefühl, diese Luft, dieses Grün. Schaut euch diesen Ausblick an. Es ist wunderschön hier oben in diesem Mittelgebirge Sloweniens. Und ich bin hier nicht alleine. Der Tobias, der stand hier schon vor mir mit seiner Aprilia Pegaso. Da muss ich hier mal an Pegaso-Reise, an den Podcast von Claudio und Sonja denken. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Weiterfahrt. Genießt diese Wahnsinnsstraßen, dieser Wahnsinnsausblick. Es ist gigantisch hier, gell? Mega, der Hammer. Ciao. Ja, die Biker wissen, wo es gut ist. In Slowenien. Da ist es ganz besonders gut. Ey, ich liebe das Land. Ich glaube, ich liebe jedes Land, aber dieses Land liebe ich besonders. Ich bin gerade mal umgedreht, weil ich habe da unten was gesehen. Keine Ahnung, was das hier ist. Es könnten aber alte Stellungen aus dem Krieg sein vielleicht. Boah, Wahnsinnsblick hier. Wahnsinnsblick. Der Stollen hier hinter mir, der ist komplett eingefallen. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Mich würde mal interessieren, was das hier ist oder was das vielmehr war. Ist das irgendwie vielleicht von einem Schäfer, wo er die Tiere unterbringt? Oder hat das wirklich noch was aus Kriegszeiten hier? Auf jeden Fall wieder ein schöner, sehr spezieller Ort.
Und jetzt geht's zurück aufs Moped. Nur 1 Kilometer weiter von meiner letzten Position komme ich an einen Berg. Und hier steht die ganze Geschichte um diesen Ort. Hier waren zum Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs italienische Artillerietruppen stationiert, die Richtung Tolmin, also in dieses Tal, Richtung österreichisch-ungarische Truppen geschossen haben. Deswegen ist hier oben noch einiges an alten Stellungen. Auf dieser kleinen, kurvigen, perfekten Straße geht's für mich jetzt in Richtung Tal und dann auch irgendwann in den Einstieg des Trans-Euro-Trail Slowenia. Ich glaube, langsam aber sicher werden die Straßen hier immer kleiner. Und laut Navi, genau, ist jetzt Schottern angesagt. Endlich geht's los. Ah, darauf warte ich schon so lange. Endlich mal wieder gepflegte Schotterstraßen unter die Reifen zu nehmen. Ja, auf solchen Wegen kommt man der Natur einfach noch mal ein bisschen näher. Ich befinde mich jetzt hier auf dem TET Slowenia. TET, das steht für Trans-Euro-Trail. Das ist eine Wegstrecke, ich glaube mittlerweile 55.000 Kilometer durch ganz Europa. Länderübergreifend arbeiten hier die Experten von Land zu Land miteinander, um dann auch die Übergänge von einem Land zum anderen zu koordinieren. Und diese Strecke kann man sich einfach kostenfrei aus dem Internet laden. Kann ich euch nur empfehlen. Trans-Euro-Trail, kurz TET. Und damit ich immer weiß, dass ich auf dem richtigen Pfad bin, stelle ich jetzt mein Navi nach oben, sodass ich auch beim Stehen einfach entspannt nach unten gucken kann und immer weiß, wann ich richtig bin. Ja, das ist genau das Richtige für den Einstieg, weil dieses Jahr bin ich noch nicht viel Enduro gefahren und das hier ist gerade einfach nur sehr schön zu fahren, für jeden Anfänger geeignet. Auch da hinten sieht man den Mountainbiker, also mit dem Fahrrad kann man ja auch super lang fahren. Ist jetzt keine hohe Schwierigkeit, aber ich glaube, das wird sich noch ein bisschen verändern. Das ist so schönes, seichtes Enduro-Fahren. Eher Enduro-Wandern. Einfach ganz entspannt um diese kleinen Kehren hier rum, mitten im Nirgendwo, ohne eine Menschenseele um einen herum. Ich liebe das. Gibt für mich nichts Besseres. So, jetzt wird es schon ein bisschen schmaler, ein bisschen steiler. Da tänzelt schon mal ein bisschen das Heck. Also der Teil vom Trans-Euro-Trail, den ich jetzt hier gefahren bin, der war wunderbar zum Warmwerden. Optimal für mich. Oh, jetzt kommt eine gute Steigung. Da gehen wir mit ein bisschen Schwung hoch. Kein Problem für die Uschi. Sieht das hier im dritten Gang einfach aus dem Standgas raus. Es ist natürlich wunderschön hier oben. Oh, toll. Ich komme aus dem Staunen, ihr merkt schon gar nicht mehr raus. Also toller Track. Gefällt mir bisher sehr gut. Übrigens, nicht alle Abschnitte des TETs sind auf Schotter. Viele der slowenischen Strecken sind auch geteert, so wie hier. Wunderschön, kleine kurvige Strecken. Was nicht so wunderschön ist, sind diese schwarzen Wolken, die da aufziehen. Ja, dieser Weg gefällt mir schon viel besser. Jetzt wird es scheinbar wirklich Enduro-mäßig. Ein paar Sekunden später. Hier ist aber noch mal ganz schön steinig. Das soll geradeaus weitergehen. Wo geht denn das geradeaus weiter? Da geht nichts geradeaus weiter. Ist das ernst gemeint? Das geht doch da nicht weiter. Da muss ich ja erstmal die Machete rausholen, die habe ich gar nicht dabei. Ich zeige euch mal eben kurz mein Problem. In Garmin Basecamp ist diese Straße, die ich jetzt gerade runtergefahren bin, als durchgehend bezeichnet. Mache ich aber die topografischen Karten für die Balkanregion an, dann sieht man, dass die Straße da oben eigentlich aufgehört hat. Tja, jetzt muss ich aber irgendwie da wieder runterkommen. Und deswegen werde ich jetzt den Weg da hinten zu Fuß mal runterlaufen. Also, liebe Leute, das hier ist nicht der TET, auf dem ich unterwegs war. Ich zeige euch kurz den TET. Das ist die grüne Linie, das ist der TET. Die lila Linie ist die
Valle-Linie und die ist nicht gut, leider. Da unten ist die Straße, zu der ich muss. Aber ich habe keine Chance, mit dem Motorrad hier runterzufahren. Hier ist alles so dicht verwachsen. Die Spur, die einzige, die lang führt, geht so nah an der Kante vorbei. Und spätestens hier ist absolut Sense. Es gibt auch gar keinen weiteren Weg dann links runter, nur zum Wandern. Das bedeutet im Umkehrschluss, das, was ich vorhin in meine nicht laufende GoPro gesagt habe, dass ich diesen Weg auf keinen Fall wieder zurückfahren kann, weil er viel zu anspruchsvoll ist und viel zu steil mit dem schweren Motorrad, dass mir jetzt nichts anderes übrig bleibt, als da hochzufahren. Weil schaut mal, selbst wenn ich hier lang rollen würde, ganz vorsichtig, dieser Trampelpfad, der geht direkt an der Kante vorbei. Und ich bleibe mit den Koffern definitiv hier am Gestrüpp weiter oben hängen. Das macht also gar keinen Sinn. Außerdem, wir haben es ja gerade gesehen, weiter unten gibt es überhaupt keine Möglichkeit. Also alles wieder zurück aufs Bike und den ganzen Weg wieder hoch. Das, liebe Leute, ist meiner Meinung nach fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ich merke, dass es halt an irgendwelchen Stellen überhaupt nicht weitergeht, müssen die Koffer runter, das Gewicht muss reduziert werden. Es ist nicht gefährlich, weil man nicht abrutschen kann, aber es ist anspruchsvoll. Man muss im Schwung bleiben. Wenn man da zu langsam hochfährt, hat man gar keine Chance. Was ein Abenteuer. Das war heute so nicht geplant. Jetzt müssen wir erstmal umdrehen. Wie machen wir das am geschicktesten? Links rum. Geht schon mal los. Ich komme noch nicht mal. Ich schaff's ja noch nicht mal umzudrehen, ne? Bin noch nicht mal losgefahren. Da liegt das Moped schon auf der Seite. Nee. Oh, gibt's denn das? Es war jetzt gar nicht gut, die Rückreise dieses Tracks so anzugehen. Es kostet viel zu viel Kraft. Traktionskontrolle aus. Enduro-Modus an. Und gib ihn. Habe ich jetzt ein bisschen den Koffer an den Baum bekommen. Der Koffer hat nichts abbekommen, geil. Aber ich hänge fest. Aua, aua, aua. Komm schon. Oh, das war schon mal ganz gut. Erster Abschnitt ist geschafft. Jetzt muss ich ganz rechts rüber. Oh, und wieder hoch, komm. Yes. Komm schon, komm schon, komm schon. Traktion, Traktion. Oh, Uschi, du machst das super. Ich halte mich nur fest. Ich bin Mitfahrer, kein Problem. Oh, jetzt kommt es nochmal steil hoch. Ich schnaufe aber ganz schön hart. Geil, ich glaube, ich habe das Schlimmste hinter mir. Boah, ich habe es geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch geht. Im Video kommt es nicht rüber, wie steil es war, wie rutschig es war, was da vor dir liegt, wo du einfach Augen zumachen musst und drüber fährst. Klar, die Physik wird natürlich trotzdem nicht ausgehebelt. Wobei ich bei der GS manchmal der Meinung bin, kennt ihr das, dass die das schon irgendwie kann. Die Ingenieure von BMW Motorrad sind halt auch so kleine Physik-Geeks, glaube ich. Die können das einfach aushebeln. Oh, geil, ich hab's geschafft, ohne dass ich die Koffer jetzt hier hochtragen musste. Sehr, sehr geil. Ja, jetzt fühle ich mich gut. Also jetzt kann auf der Reise auch gerne ein bisschen was kommen. Kein Problem. Also im Nachhinein
werden jetzt ganz viele Leute von euch denken, was ist das denn Beklopptes? Warum macht der sowas? Und ich denke mir, was war das denn Geiles? Warum macht man das nicht jeden Tag? Willkommen auf dem TET. Wie Sie sehen die Autobahn. Ach, ist das schön. Jetzt kann ich mich auch mal hinsetzen hier. Ach, geil, geil, geil. Yes, geschafft! Wieder so eine Challenge. I like. Ich brauche das. Ich habe keine Ahnung warum. Ich war nie so ein Typ, der irgendwie Abenteuer gesucht hat. Ah, die Brücke habe ich von oben gesehen. Das heißt, ich war da oben irgendwo im Gestrüpp drin. Keine Chance. Ich habe gerade geguckt, wo da ein Weg gewesen sein hätte können, war nie einer. Wow. Die Aufenthalt im Bereich der Klause erfolgt auf eigene Gefahr. Ja, so wie das ganze Leben. Wow, das wäre ja auch ein geiler Zeltspot. Naja, das ist ja so massive Mauern. Kann ich ja mit dem Moped ein geiles Foto machen. Da kann man runtergehen? Boah, geil. Muss den Kopf nur echt einziehen. Gerade auch mit Helm. Wow. Guckt euch mal an, wie klar das Wasser ist. Oh. Ja. Dieses Wetter nicht so gut, gell? Und es ist auch 14.30 Uhr, so langsam aber sicher. Ich will nicht wieder so spät wie gestern anfangen, eine Unterkunft zu suchen. Ich habe jetzt mal vom Plan her geguckt, wo ich ursprünglich heute so hin wollte, in welche Richtung. Hier ist meine Zielflane. Und da habe ich jetzt echt ein kleines Biker-Hotel gefunden. Und da ist noch eine Pizzeria mit drin. Also das heißt, man muss auch gar nicht weit weg zum Essen. Das heißt, ich habe viel Zeit, um für euch wieder ein neues Video zu schneiden. Ich bleibe da gleich 2 Nächte und bezahle 60 Euro inklusive Frühstück für 2 Nächte. Also bisher hatte ich während der Fahrt immer echt Glück mit dem Wetter, dass das ganz schnell wieder weitergezogen ist, das Regenband, die Sonne wieder rauskommt, die Straßen wieder trocknen und es einfach nur Spaß macht, Motorrad zu fahren, selbst wenn jetzt noch ein bisschen Feuchtigkeit auf der Straße ist. Aber es dampft ja schon alles weg. Endlich angekommen in meiner heutigen Unterkunft im slowenischen Rakek. Stelle ich erst mein Motorrad sicher ab und gönne mir dann ein leckeres Abendessen. Die Nacht verlief etwas unruhig, da gefühlt der gesamte Balkan-Güterverkehr im Minutentakt an meinem Fenster vorbeifuhr. An Ausschlafen und Faulenzen war daher nicht zu denken. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Tag in Slowenien. Ja, vor 3 Stunden sah mein Plan noch ganz anders aus. Schaut mal aus dem Fenster hier am frühen Morgen. Ja, und das ist die Wettervorhersage für heute. Über Slowenien und Kroatien nur Regen, Blitze und Donner. Und erst am Abend bzw. morgen wird es dann wieder etwas besser. Und deswegen hoffe ich jetzt, ich bin auch super müde um diese Uhrzeit, deswegen hoffe ich jetzt, dass mich die Gastgeberin hier noch eine Nacht länger schlafen lässt. Aber laut Booking ist auch dieser Laden hier ausgebucht. Und tatsächlich, ich würde ja sonst ein bisschen durch den Regen nach Kroatien fahren, aber da ist auch überall nichts verfügbar. Es ist halt jetzt Hochsaison, man hätte das hier ein bisschen früher buchen müssen. Ich war ja schon mal im August auch in Kroatien unterwegs, das war günstig, das war toll, aber ich habe es halt Monate im Voraus gebucht. Es geht halt bei so einer Tour, wie ich sie jetzt hier mache, nicht, weil erstens, es gibt Videoschnitt, den muss man unterwegs mal einplanen, je nachdem, wann er anfällt. Dann gibt es super schlechte Wetterphasen, das ist halt nicht so schön, an solchen Tagen dann Videomaterial zu sammeln. Und drittens, manchmal hat man einfach keinen Bock bei 2 Monate und einer Woche Tour. So, jetzt gehe ich mal runter, nachdem hier gleich der nächste Zug reinfahren wird, gehe ich mal runter zum Frühstück und frage die Gastgeberin, ob ich noch bleiben darf. Gefühlt macht ganz Europa in Slowenien, aber auch in Kroatien Urlaub. Und deswegen gibt es keine Übernachtungsmöglichkeit. Nein, ich musste mein Zimmer räumen. So lieb ich auch gefragt habe heute Morgen beim Frühstück, aber es war keine Chance. Sie hat mir die Buchungsliste gezeigt und gesagt, guck dir das an, für die nächsten Tage sind wir voll ausgebucht. Und das in einer Unterkunft, die halt wirklich nicht irgendwie voll im Urlaubsparadies liegt. Ich bin gespannt, was der TED in Slowenien hier heute noch so zu bieten hat. Und vor allen Dingen, wie sich das Wetter auch verhält. Ich suche natürlich noch so ein bisschen nach was Spektakulärerem zum Fahren. Das hier ist so ein bisschen, ja, TED Finnland und so.
bisschen langweilig leider. Oh, hier ist ja richtiges Klassentreffen. Ja, servus. Was hat denn Gewicht? Mit mir drauf sind wir so bei 435 Kilo. In der Valle, oder was? Ja. Ach, wirklich? Ja. Da schon her. Dann lassen wir sie mal davonziehen, dass sie auf ihren Fahrspaß hier kommen. Mit den ganzen Leicht-Enduros. Das sieht gut aus. Aber es geht auch viel mit der Uschi. Ups, wenn der Gang richtig drin ist. Ciao. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt, Valle, warum machst du das eigentlich mit so einem schweren Motorrad? Schau dir die anderen an. Die machen das doch mit einer leichten Maschine. Mit einem schweren Motorrad ist es halt für mich auch irgendwie gefühlt ein bisschen anspruchsvoller. Nein, 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 jetzt fällt sie um. Also mag ich das. Jetzt hier nicht auf solchen Strecken, okay? Aber wenn es dann wirklich weiter südlich im Balkan mittendrin, dann auch anspruchsvoller auf diesen Wegen hier wird. Jetzt ist es gerade richtig mystisch mit so ein bisschen Nebel. Alles ein bisschen enger, verwachsener. Fast wie bei Hänsel und Gretel fühle ich mich hier. Und jetzt fängt es an zu regnen. Hab mich schon gewundert, wann es denn endlich mal losgehen soll. Ja, das ist hier schon nicht mehr auf dem TET. Das ist etwas, was ich gestern selber in der Routenplanung so ein bisschen rausgewurschtelt habe. Das ist halt, wie auch bei meinen eigenen GPX-Routen, die ihr bei mir im Onlineshop kaufen könnt, das ist alles Inspiration. Also es soll einem helfen, seine eigene Traumroute zu bauen. Okay, jetzt erinnert es mich gerade ein bisschen an Norwegen. Wow, was ist das für eine Szenerie hier? Selten befahren, so wie es ausschaut. Also hier passt kein Auto mehr durch. Ja, das ist das Real Life. Nochmal eine Szene. Hinter den Kulissen. Auch bei Regen. Berg hochlaufen. Berg runterlaufen. Kamera anmachen. Hat die jetzt eben nicht aufgenommen? Oh, ich drehe noch durch. Machen wir nochmal eben so gut es geht trocken. Dass wir nicht so viel Feuchtigkeit mit in die Tasche nehmen. Weil was viele nicht wissen ist, Feuchtigkeit ist für ein Objektiv schnell mal der Tod. Denn im Objektiv, selbst wenn es leicht wasserabweisend oder die ganze Konstruktion recht dicht gebaut ist, im Objektiv gibt es die Wahrscheinlichkeit des Schimmelansatzes, ja. Und danach kannst du ein Objektiv wegschmeißen, gerade wenn viele Outdoor fotografiert wird. Es kommt hier noch das richtige Wetter runter, während ich in den Bergen hänge. Ja, da freust du dich aber, Bikerherz, gell? Jetzt kommt nochmal hier so eine schöne steinige Passage. Richtig gemütlich gerade, gell? Könnt ihr das fühlen? Wenn ihr euch das jetzt zu Hause schön vorm Kamin anguckt, dann denkt doch bitte an mich. Wow. Also an Umkehren ist jetzt nicht mehr zu denken, denn über diese Steine, wenn es hier so glitschig nass ist, komme ich auch nicht wieder zurück. Guck mal, was hier gerade für ein Wasser runterkommt. Trotz der schützenden Blätter und Bäume über mir. Ja, hier muss ich jetzt ein bisschen langsamer machen. Ist das nicht gefährlich? Kann hier nicht der Blitz einschlagen? Könnte nicht von oben ein Murenabgang kommen und dich abräumen? Und all das kann man vielleicht auch mit Ja beantworten. Aber es ist auch das letzte bisschen Zuflucht, um noch richtig zu leben. Das ist für mich diese Art des Motorradfahrens. Für mich alleine. Ich weiß, ich bin hier auf mich alleine gestellt. Ich weiß, im Notfall habe ich vollen 3G-Handyempfang hier in Slowenien. Habe ich gerade nämlich nochmal schnell abgecheckt. Aber mein Telefonjoker, den will ich heute gar nicht anrufen. Ich will dieses Abenteuer hier bestehen. Ein Abenteuer, was so nicht an der Tagesordnung steht, normalerweise. Und das liebe ich. Und das ist für mich auch dieses Thema Weltreise, dieses Thema Valle on Tour. Die Welt aus einer komplett anderen Perspektive zu sehen. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall wieder einen normalen Track.
Was ist das denn für ein Schild? Warum steht das denn da? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich höre auch Hunde bellen. Wenn ich Hunde bellen höre, muss ich immer sagen, ah, ich liebe ja Hunde über alles, ihr wisst's. Ja, ich würde ja auch gern mit dir kuscheln. Oh ja, gib mir mal die Fingerchen. Aber so Hunde bellen heißt manchmal auch nichts Gutes. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich unter der Jacke nass bin, weil ich irgendwelche Reißverschlüsse nicht gescheit zugemacht habe und der Regen durchgekommen ist, oder ob ich einfach nur so extrem verschwitzt bin. Ich glaube, es ist Letzteres. Und ich fahre hier direkt an der kroatisch-slowenischen Grenze entlang. Hello. Hrvatska, ich bin da. Kroatien. Wow. Das sieht ja toll aus. Gerade eben erst über die Grenze gekommen, habe ich jetzt hier in Kroatien erstmal eine richtig lange Mittagspause gemacht. Ich habe was gegessen und ich habe viele schöne Fotos bearbeitet, die ich auch bei Instagram veröffentliche. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen und mir dort auch folgen. Dann verpasst ihr gar nichts mehr, auch für eure eigene Planung vielleicht. Und warum ich hier auch gewartet habe, ist das schlechte Wetter. Dass alles einfach mal wieder ein bisschen abtrocknet, die Straßen vor allen Dingen. Und ich euch gleich auch ein paar schöne Bilder zeigen kann vom Start in den TET, in den Trans Euro Trail hier in Kroatien bei hoffentlich etwas besserem Wetter. Und dann bin ich gespannt, wen wir heute Abend noch treffen werden, denn ich habe da so eine Vermutung, dass ich da ganz liebes Pärchen heute Abend beim Abendessen stören werde. Der TET in Kroatien startet auf kurvigen asphaltierten Strecken und führt mich nach einigen Kilometern endlich zum Schotter. Da es in den letzten Tagen viel geregnet hat, war noch viel Wasser auf der Strecke. Plötzlich erschien vor mir im Wald eine Stelle, die von der Sonne ganz speziell ausgeleuchtet wurde. Klar, hier musste ich stehen bleiben, um zu fotografieren. Dieser Abschnitt des Tracks gefiel mir gut und der fahrerische Anspruch stieg leicht im Vergleich zu dem, was ich auf dem Teilstück in Slowenien gefahren bin. Ab der ersten Schranke, die man mit etwas Geschick leicht umfahren konnte, verließ ich den TET, um für die letzte Fahrstunde des Tages auf einer wunderschönen, kurvigen, asphaltierten Strecke weiterzufahren. Angekommen in meiner Unterkunft im kroatischen Ogulin, treffe ich auf Sophie und Luke, die unter dem Namen Adventurist selbst einen YouTube-Kanal betreiben. Wir wollen nächstes Jahr um die Welt fahren mit zwei Motorrädern. Wir sind uns noch nicht sicher, welche, aber wir wollen auf jeden Fall Richtung Osten losfahren und schauen mal, wo wir dabei rauskommen. Deswegen haben wir jetzt für dieses Jahr uns zwei BMWs organisiert, nachdem der Valle uns voll gequatscht hat mit BMWs. Ja. Fahrt mal eine GS, haben wir uns die mal organisiert. Und sind jetzt froh, dass wir hier mit dir ein bisschen unterwegs sein können und die mal testen können, ob das Motorräder sind, die wir uns auch für die Weltreise vorstellen können. Wir drei werden die nächsten Tage also zusammen verbringen und dabei auch immer wieder mit der noch gar nicht so fernen Vergangenheit der Region in Berührung kommen. So eine grüne, schöne Natur und dazu diese kurvige Straße. Ein Traum. Ein Traum ist auch, dass ich noch 21 Kilometer Restreichweite habe, wir also langsam aber sicher gegen Null laufen und dann beginnt die spannende Phase. Wie weit kommt man noch mit Null Kilometern? Und dann war es soweit, als 510 Kilometer nach dem letzten Tankstopp die Restreichweite von einem auf 0 Kilometer umsprang. Ich bin gespannt, wie weit ich jetzt noch komme. Was ist euer Tipp? Schreibt's in die Kommentare noch bevor es in diesem Video aufgelöst wird. Am Nachmittag erreichen wir am Rande eines kleinen Dorfes unsere nächste Unterkunft, mit der man hier wahrscheinlich so nicht rechnen würde. In der erst kürzlich fertiggestellten Pension teilen wir uns das letzte verfügbare Zimmer und beginnen direkt mit der Arbeit.
Sophie sortiert und bearbeitet ihre Fotos und Luke vertont ein neues Video. Wieso muss ich immer die Sekretärinnenarbeit machen, wirklich? Ich mache mal die Stöpsel ganz tief rein. Deswegen reise ich alleine. Nach ein paar Stunden setzen wir uns wieder auf die Motorräder, fahren ins Old Shatterhand und essen Cevapcici. Mit meinem Tank bin ich jetzt 550 Kilometer weit gefahren. Also schon eine ganze Weile gefahren und damit begrüße ich euch zu einem neuen Tag. Luke und Sophie sind hinter mir und wir fahren jetzt zu einem der wahrscheinlich bekanntesten Lost Places überhaupt. Lost Place, verlassener Ort, ein Ort, der nach dem Jugoslawienkrieg nicht mehr wirklich benutzt und bewirtschaftet wird. Es soll auch ein ganz klein bisschen gefährlich sein, denn es ist immer noch ein vermintes Gebiet. Man sollte sich also nicht abseits der Wege aufhalten. Ich bin gespannt, ob man überhaupt reinfahren kann, ob das nicht alles zugesperrt ist. Ich habe auch schon gelesen, dass da Polizeikontrollen sind, die einen wieder wegschicken. Habe aber auch gelesen, dass da Polizeikontrollen sind, die einen begrüßen und sagen, ja, passt gut auf euch auf. Ich finde alleine schon, wenn man weiß, man nähert sich diesem Ort und jetzt endet hier der Wegpunkt gleich, dann ist das auf mich immer so sehr, bisschen drückend. Ich habe dann so ein bisschen, ich bin jetzt kein Typ, der Angst hat, aber das wirkt auf jeden Fall. Und ich bin dann immer so ein bisschen vorsichtig. Ich mache dann auch ein bisschen leise, ich rede dann leise, ich fahre dann ganz langsam und guck mir das hier erstmal in Ruhe an, weil diese verwachsene Straße ist ja wirklich urwaldmäßig hier. Die hat ja wohl auch ein bisschen was zu bedeuten, denn bewirtschaftet wird das Ganze schon seit 30 Jahren nicht mehr. Aber es soll ganz, ganz tolle Fotomotive geben. Und, was ich ja auch, kennt ihr vielleicht noch von meiner Schwarzwald-, Vogesen-, Elsass-Tour. Ich bin gerne auf so historischen Pfaden unterwegs, selbst wenn das natürlich auch immer negativ befleckt ist. Jeder Krieg ist eine Schande, aber er ist nun mal passiert. Und ich kann es nicht mehr ändern, ich kann es aber versuchen, ein bisschen zu dokumentieren. Für mich, für euch und auch selber einfach vielleicht das Beste draus zu machen. Hallo. Dobedan. Is it okay if we drive a little bit and do some pictures? Yes, we are very careful. Yes. Thank you so much. Hier laut dem Kartenmaterial ist das ein ganzes Tunnelsystem, wenn ich das richtig interpretiere. Also das geht hunderte von Meter jetzt in den Berg rein und es zweigt sich auch an der einen oder anderen Stelle ab. Ich weiß natürlich gar nicht, inwieweit wir wie weit reinfahren können. Vielleicht ist es auch zerfallen oder vielleicht haben sie es auch zu betoniert. Ich mache jetzt einfach alle Lampen an, die ich habe. Man muss ja immer noch berücksichtigen, ich habe 0 Kilometer Restreichweite. Wenn ich jetzt da drin stehen bleibe, dann wird es spannend. Oh, Vorsicht, hier ist ja sogar eine Grube. Oh mein Gott, schaut euch das an. Das ist wirklich ein Lost Place. Oh meine Güte. Okay, das ist der verrückteste Ort, an dem ich jemals war. Oh mein Gott. Nach rechts wird man wahrscheinlich kilometerweise fahren. Du musst dir mal vorstellen, was haben die hier in den Berg reingebaut, gell? Ja, willst du abbiegen? Weil ich weiß nicht, ob abbiegen so eine gute Idee ist, muss ich gleich sagen. So eine Frage alleine regt mich schon auf. Abbiegen, nicht so eine gute Idee. Klar ist abbiegen eine gute Idee. Ich habe gute Orientierung, macht euch keine Sorgen, Chat. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr hier auch so reinfahren würdet. Die anderen Biker sind ja sofort am Eingang stehen geblieben, gell? Ey, da hinten wird es wieder hell. Nee, das ist das Ende. Oh Gott, wie wir... Nee, hier geht's um eine Kurve. Wie groß ist das bitte? Ich bin jetzt einmal bis zum Ende gefahren. Diese Tunnelanlage hier ist kilometerweise lang. Aber hier hinten ist Schluss. Jetzt wird auch der Untergrund nicht mehr so fein. Ah, drehen wir wieder um. Aber krasses Ding. Da geht's auch noch rein. Aber da sind überall Markierungen. Oh, ist das schön kühl. 14 Grad. Hallo, ihr Lieben. Macht doch mal die Lampen aus. Oh, 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 oh,
Oh, das muss man genießen, so einen Moment. Hier kann ja nichts passieren. Also es sind scheinbar auch keine Ratten oder Schlangen hier drin. Okay, ich glaube, da war gerade was. Ich glaube, da war gerade was. Mach mal dein Licht wieder an. Ich glaube, da war gerade was. Da war doch nichts. Also ich bin jetzt wieder reingefahren, weil ich gerade diesen Ort hier mit diesem Stahlgitter in der Decke, guckt euch das mal an. Das sieht doch nicht mehr. Es ist so schlimm und gleichzeitig so schön. Und davon muss ich ein Bild machen. Diese unheimliche Anlage, die gleichzeitig auch die größte Flugzeugkaverne Europas war, wurde zwischen 1957 und 1970 erbaut, kostete 6 Milliarden US-Dollar, fasste bis zu 80 MiG-Kampfflugzeuge und über 1500 Soldaten. Die Konstruktion sollte einem Atomangriff mit einer Sprengkraft von 20 bis 30 Kilotonnen standhalten. Mit dem Rückzug der jugoslawischen Volksarmee aus Bosnien 1991 wurde die Kavernanlage und die Pisten mit insgesamt 56 Tonnen Sprengstoff gebrauchsunfähig gemacht. Einige Bereiche im Inneren sind kontaminiert und Teile der Pisten und des Außengeländes immer noch stark vermint. Leute, das war's! Das war's! Uschi ist leer! Uschi ist leer auf der alten Militärlandebahn. Ich mach gerade noch ein Foto. Es ist passiert. Uschi ist aus. Nee, springt nicht mal an. Das war's. Wir checken die Stats. 563,7 Kilometer mit einer Tankfüllung. Und ja, okay, nicht immer ganz zimperlich. Wahrscheinlich würden andere 600 Kilometer weit kommen. Wirklich, ich habe irgendwann mal so einen Reservekanister gefüllt. Aber ob das bei diesem Motorrad oder Uschi 3 oder 3.1 war, ich weiß es nicht mehr. Leichte Gase werden sich gleich hier entflammen. Hoffentlich nicht. Oh, er ist voll. Er ist wirklich voll. Ganz frischer Sprit. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das da reinkriegen. Und viel wichtiger, ob Uschi anschließend überhaupt wieder anspringt. Wir füllen da natürlich auch den letzten Tropfen rein. Was glaubt ihr? Springt sie an? Also ich glaube, sie springt. Ich glaube, sie springt nicht an. Ja, ich glaube auch nicht. Nicht beim ersten Mal. Leute, BMW Technik. Ja, Weltreisemotorrad. Schauen wir uns an. Leider verloren. Okay, aber wir machen sie gleich wieder aus. Einfach aus dem Grund, ich muss nämlich jetzt bis zur nächsten Tankstelle kommen. Und wo die nächste Tankstelle ist, das weiß ich noch nicht. Das frage ich jetzt gleich mal mein Navi oder Google und hoffe, dass ich mit 2 Liter Kraftstoff, mit denen ich jetzt so aber locker 40 Kilometer, glaube ich, schaffe, wenn ich ganz piano bin. Aber ganz piano, ich muss ja hier noch einmal beim Flugplatz ballern. Wenn man sich das überlegt, ich selber gehöre einer Generation an, die mit einem Krieg im eigenen Land oder in der nahen Umgebung nie wirklich Berührungspunkte hatte. Zum Glück. Ich hoffe, es wird immer so bleiben. Aber wenn man sich überlegt, nur 3-4 schöne Motorradfahrtage entfernt von mir daheim, herrschte vor 30 Jahren in Europa noch Mord und Totschlag. Mama mia. Ich will es mir echt nicht vorstellen. Und wenn ich an gestern zurückdenke, wo ich diese Haubitze auf dem Tieflader oder die Radpanzer im Anschluss gesehen habe und jetzt heute diesen Platz und diese Tunnelsysteme kilometerweit in die Berge hinein. Boah, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Man erkennt erst oft so Martialisches, so was Größenwahnsinniges, was sich der Mensch einfallen hat lassen. Immer dann, wenn es in Form von Militär oder Diktaturen oder von Kriegen in Riesengrößen gebaut wurde. Entweder Fahrzeuge, Flugzeugträger oder diese Militärstützpunkte. Das ist einfach auf der einen Seite beeindruckend, dass es möglich ist. Und auf der anderen Seite tragisch ohne Ende. Aber was soll ich, was wollen wir machen? Wir ändern die Welt nicht, denn es gibt noch genug Plätze auf dieser Welt und wahrscheinlich auch Plätze, an denen ich auf meiner Weltreise in den nächsten Jahren vorbeikommen werde, wo es immer noch genau so läuft, wie es hier vor 30 Jahren war. Und wir machen die Augen zu. Wir leben unser Leben. Wir haben unsere kleinen Mini-Kriege. Ob es morgens beim Anstehen beim Bäcker ist oder hier jetzt den richtigen Fotospot an so einem Flugzeug ausfindig zu machen. Es sind diese kleinen Probleme,
wo wir uns immer wieder zurück erinnern müssen, dass es keine Probleme sind. Die wahren Probleme sind hier passiert und die passieren überall auf der Welt. So, mein Wort zum Freitags werde ich nochmal das Video veröffentlichen. Also mein Wort zum Freitag. Wir machen jetzt erstmal ein schönes Foto hier. Guckt euch das mal an. Ich dachte mir, die Sophie, die muss doch was essen. Der Valentin hat's gewusst. Ist das da hinten jetzt eine Tankstelle oder nicht? Ich dachte, das ist endlich eine Tankstelle. Oh. Es wäre so schön, wenn jetzt eine Tankstelle käme. Oh, da hinten ist eine. 11,09 Kuna der Liter. Ich werde jetzt hier so lange rütteln, bis ich 30 Liter reinkriege. Wir fahren ja gleich auf den TET, ist also beste Voraussetzung. Was haben wir? 30,34 Liter. Es geht also alleine schon mal mehr rein als Werksangabe. Und das, obwohl ich da bestimmt noch Kraftstoff drin gehabt habe durch den Reservekanister. Den mache ich jetzt randvoll. 32,47. Dann geht immer ein bisschen mehr als 2 Liter rein, ne? Test erledigt. Für all diejenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten und sich das gesamte Video angeschaut haben, ihr seid die wahren Valle on Tour Zuschauer, die wahren Fans von diesem Motorrad und dem Reiseprojekt. Und deswegen aus ganzem Herzen vielen Dank an euch. Ja, dieses Video ist länger als ursprünglich geplant. Und ja, man hätte es vielleicht auch in 2, 3 Folgen aufteilen können. Aber nein, es war genau mein Wunsch, dieses Video so zu produzieren. Selbst wenn ich dadurch viele Tage mehr im Schnitt verbracht habe, als ursprünglich geplant. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da und schreibt gerne auch unten in die Kommentare, was ihr demnächst vielleicht sehen möchtet. Welche Fragen ich in so einem Video vielleicht mal beantworten sollte. Oder habt ihr vielleicht Tipps für Montenegro, Albanien oder auch für die ganze Welt? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, meine nächsten Tage werden sehr, sehr spannend. Ich werde durch Kroatien noch ein bisschen reisen, durch Bosnien und dann weiter Montenegro, Albanien. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt schon wieder Material für die nächsten Folgen. Wow, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Abonniert also meinen Kanal. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt auf das kleine runde Symbol drückt. Oder drückt das Viereck, dann landet ihr bei mir auf der Homepage. Ansonsten, wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann habe ich jetzt 2 Clips extra für euch hier links und rechts ausgewählt. Klickt einfach drauf. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, euer Valle.